Vor vielen Millionen Jahren sanken tote Meerestiere und Pflanzen auf den Grund der Meere und wurden dort mit zahlreichen Schichten aus Sedimenten bedeckt. Durch den hohen Druck und die starke Hitze in der Tiefe verwandelte sich das organische, tote Material in zähflüssigen Kohlenwasserstoff, in Erdöl. Das Erdöl bahnte sich aufgrund der geringeren Dichte als Wasser und des hohen Drucks allmählich seinen Weg in höhere Schichten und sammelte sich in Erdöllagerstätten an. Aus diesen tiefen Lagerstätten kann Erdöl durch Bohrungen gefördert werden. Mit Bohrinseln im Meer, Bohrtürmen oder Pumpen wird dieser wertvolle flüssige Rohstoff gewonnen. Da dieses Öl ungereinigt ist, wird es auch als Rohöl bezeichnet. Der geförderte fossile Rohstoff wird zur Weiterverarbeitung mittels Pipelines und Schiffen zu Raffinerien und Industrien transportiert. In Raffinerien wird das Rohöl durch sogenanntes Cracking in verschiedene Moleküle wie Ethylen, Propylen oder Butadien zerlegt. Dies sind die Ausgangsstoffe für die Herstellung von Kunststoffen. Kunststoffverarbeitende Industrien erzeugen daraus Kunststoffgranulat. Kunststoff findet unter anderem Anwendung in Endprodukten wie Flaschen, Rohren, Alltagsgegenständen, Verpackungen und im Transportbereich. Konsumgüter und Verbrauchsgegenstände gelangen in Haushalte und aus deren Verbrauch entsteht Abfall. Häufig wird dieser Abfall entweder exportiert oder in Müllverbrennungsanlagen zur Energie- und Wärmegewinnung genutzt. Aus PET-Rezyklat entstehen neue Flaschen und andere Produkte. Für den restlichen Kunststoffabfall existiert bisher kein Recycling-System. Hier kommt die Enespa ins Spiel. Für die Enespa ist gemischter Kunststoffabfall das Ausgangsmaterial für hochwertiges Öl. Die gemischten Kunststoffabfälle werden sortiert, gereinigt, zerkleinert und in einem Extruder zu einer zähen, sauerstoffarmen Kunststoffmasse verarbeitet. Im nächsten Schritt beginnt die Pyrolyse. Die Kunststoffmasse wird je nach Zusammensetzung erhitzt, wodurch sich die Kohlenwasserstoffmoleküle spalten und das Material gasförmig wird. Die nachgelagerte Kondensation führt zur Gewinnung des Öls, welches zurück an die kunststoffverarbeitende Industrie verkauft wird. Aus diesem Öl werden die kurzkettigen Kohlenwasserstoffe gewonnen und neue Kunststoffe produziert. Mit diesem Verfahren wird aus Abfall wertvoller Rohstoff, ein Gewinn für die Umwelt und ein Gewinn für die Kreislaufwirtschaft.